Hallo und herzlich willkommen zu den Extraction Loot Shooter News. Neben Escape from Tarkov und The Psychic Frontier reden wir heute über Marauders. Und zwar wurden hier neue Daten angekündigt für die Beta und für den Release. Dann der DMC-Modus von Call of Duty Activision rückt näher. Das Datum, was ihr braucht, um die neuesten Infos zu kriegen. Und ein Underdog ist aufgetaucht. Mega cool. Expedition Agatha. Wir zeigen euch, was das genau ist. Fangen wir direkt mit dem Klassenprimus an, Escape from Tarkov. Wir erwarten hier Lighthouse Stufe 3, das wird bald kommen und dann wird sich zeigen, wie sich sozusagen das neue Konzept entwickelt mit den Ingame-Händlern. Das ganze Konzept, das man sozusagen im Menü-Händler aufruft, wird irgendwann mal komplett passé sein und alle Händler, also alle Aktionen, die man im Spiel im Menü durchführen kann, werden dann bald Ingame zugänglich sein. Das wird sehr, sehr spannend, aber viel wichtiger meiner Meinung nach der Arena-Modus, weil hier wird immer wieder diskutiert, ja, der kommt jetzt im Herbst in die Alpha/Beta, wissen es nicht genau. Auf jeden Fall wird es ein geschlossener Test werden. Und die Leute fragen sich ja, wer kommt denn in diesen Test nun eigentlich rein? Und viele Leute denken, ja, da kommen nur ausgewählte Leute rein, das ist alles super schwierig und so weiter und so fort. Also die offizielle Aussage ist, dass alle Leute, die auf Testservern sind, in den Arena-Modus reinkommen, in der Reihenfolge nach Spielstunden. Das heißt, die Leute, die am meisten Zeit verbracht haben auf den Testservern, die werden sozusagen zuerst ausgewählt und haben Zugriff auf den Test. Und dann 10% sozusagen werden nicht von Testserver-Leuten besetzt, sondern von Leuten, die dann wirklich ausgewählt sind, aber nur 10%. Also irgendwelche Spieletester, Influencer, Content Creator und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen will, wenn ihr in den Arena-Modus wollt und der wird ziemlich heiß und in diesen Testmodus, in diesen Alpha oder Beta reinkommen möchtet, dann spielt einfach, falls ihr Zugang habt, euren Test-Account einfach mal weiter. Weil der, wenn ihr ihn habt, ist sich ja ziemlich lange schon brachgelegt. Kommen wir zu dem deutschen Entwickler Jager Development und hier reden wir über The Psychic Frontier. Und The Psychic Frontier hat bald den Vibe vor sich und zwar am 28.09. ist es soweit. Da starten wir in Season 2. Und zwar ist es so, dass Season 1 um 2 Wochen verlängert wurde. Was erwarten wir in Season 2? Es werden sehr, 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 sehr viele Anti-Cheat-Sachen kommen. Das ist sowieso, jede Woche gibt es Updates diesbezüglich. Ich habe dazu letztens noch ein Video gemacht, falls ihr da die Infos haben möchtet. Also da passiert sehr, sehr viel. Aber wichtig für uns für Season 2, eine neue Map, neue Waffen, neue Konzepte, neue Waffenbalancings, neue Waffen, Rüstungsbalancings. Es kommen Perks in das Spiel rein, die die Rüstungen und die Waffen nochmal verändern. Neue Spielmechaniken auf der Map und. Es wird insgesamt sehr, sehr spannend, unabhängig jetzt sogar von dem, was im Spiel selber zu finden sein wird. Finde ich persönlich am spannendsten, wie sich Cycle entwickeln wird. Was passiert am 28.? Wird es nochmal einen Hype geben? Werden nochmal Leute dem Spiel eine zweite Chance geben, die vielleicht durch die Cheater-Attacken bitter enttäuscht waren? Und gucken jetzt, wie hat Jager das Problem vielleicht in den Griff bekommen? Oder bekommt das Spiel keine zweite Chance? Oder startet es nochmal komplett durch? Viele, viele Möglichkeiten. Sehr, sehr, sehr spannend. 28.09. Bis dahin heißt es für mich erstmal, die Mission nochmal komplett zu Ende spielen und ein bisschen üben, ein bisschen PvP weitermachen. Ich finde, die Zeit bis dahin kann man noch sehr gut nutzen. Kommen wir jetzt zu einem Spiel, was momentan jetzt gerade nicht spielbar ist, zumindest heute am Tag der Aufnahme, und zwar Marauders, die Nummer 3 im Bunde neben Cycle und Escape from Tarkov. Marauders wird nämlich dieses Jahr noch in Early Access kommen. Sie haben ein Datum rausgehauen, also kein genaues Datum, aber sie haben gesagt, im Oktober ist es definitiv soweit, da geht die Early Access Phase los. Was wir gespielt haben in der Alpha ist noch sehr, sehr, ja, zeigt das Spiel noch sehr, sehr am Anfang, also da ist noch sehr viel Entwicklungsarbeit nötig, viel Content muss reinkommen, aber wenn man vergleicht so von den ersten Testphasen von Stufe 1, 2 und 3, wie sie da vorangekommen sind, sieht man schon einen extremen Progress. Viele Maps sind dazu gekommen, neue Waffen, neue Ausrüstung, neue Mechaniken, alles, also man merkt, sie arbeiten mit halbem Tempo an ihrem Spiel und um zu zeigen, ob es sich lohnt, das Spiel jetzt doch noch zu kaufen für den Early Access, hauen sie eine weitere Beta raus und zwar ist hier das Datum, wir haben eine weitere Closed Beta vom 6. bis zum 14. September. Also 6. September bis 14. September, eine Woche lang, wird das Spiel wieder spielbar sein. Natürlich ist es eine Closed Beta, das heißt, auch hier dürfen nur die Vorbesteller wieder ran. Ich bin gespannt, wir werden uns das auf jeden Fall angucken. Wir sind ja Vorbesteller seit einiger Zeit schon und ich bin sehr, sehr gespannt, was in dieser Beta nochmal dazugekommen ist, was sich verändert hat, ob wir vielleicht schon mal so eine Aussicht kriegen, in welche Richtung das Spiel jetzt nochmal genauer geht, um sich gegen Tarkov und The Psychic Frontier am Ende des Tages vielleicht durchzusetzen.
Eine große Überraschung war die Ankündigung des DMZ-Modus von Call of Duty. Activision hat angekündigt, dass sie einen Tarkov-ähnlichen Modus rausbringen. Der war schon länger im Gerücht. Es hieß zwischenzeitlich sogar, dass der als eigenständiger Modus rauskommt. Kostenloses Spiel Anfang 2023. Mittlerweile ist klar, es ist Teil des Grundpakets von Call of Duty Modern Warfare 2, welches nächsten Monat released wird. Und sie haben jetzt einen Tarkov-ähnlichen Modus drin, wo jetzt viele Leute dachten, ah, das wird doch nichts, das wird wieder so ein Battlefield 2042 Hazard-Modus, kannst du komplett vergessen. Es ist so, dass zwei Studios an diesem DMZ-Modus arbeiten. Sie haben extrem viele Leute an diesem Projekt dran. Sie investieren sehr viel Geld, sie investieren sehr viel Zeit. Projekte wurden teilweise um ein Jahr verlegt, nur damit sie sich um diesen DMZ-Modus kümmern. Also, egal was sie da machen, sie meinen es anscheinend ernst. Ich kann mir selber noch nicht vorstellen, wie dieser Tarkov-ähnliche Modus in Call of Duty aussehen soll, dass es, sagen wir mal, mich als Extraction-Loot-Shooter begeistern könnte. Aber ich bin einfach beeindruckt von der Man- und Woman-Power, die sie in das Spiel reinstecken, in dieses Projekt. Das ist ein Riesending anscheinend. Die meinen das ernst. Das heißt, ich werde mir angucken, ob das Spiel möglicherweise doch mehr ist, als ich denke. Und ich befürchte, das könnte doch was Größeres werden. Datum 15. September haben wir hier. Und zwar ist am 15. September ein Event geplant. Ein Event, bei dem das Spiel nochmal gezeigt werden soll. Da starten auch die ersten Betas, die Closed Betas für die PlayStation und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel, PlayStation hat immer Vorspielrecht. Na, jedenfalls am 16. geht es dann los mit den Betas und am 15. ist eben dieses Event, wo alles nochmal gezeigt wird. Also viele Interviews werden geführt, Spielinhalte werden gezeigt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da werden wir sehen, was hat es mit dem DMZ-Modus auf sich. Ich hoffe, sie zeigen viel vom DMZ-Modus. Überzeugt mich dieses Event an diesem Tag, auch dass es nur einen Bruchteil hat von Tarkov und von Cycle. Sagen wir mal, es hat ein Drittel von The Cycle Frontier. Würde mich das schon überzeugen, das auf jeden Fall ausprobieren, da bin ich dabei und werde den DMZ-Modus im Release auf jeden Fall antesten. Sehr, 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 sehr spannend. Ich bleibe sehr skeptisch, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das hier entwickelt. Dann ein absoluter Underdog Expedition Agatha. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Es tut mir leid, nicht, dass ich das lächerlich finde, um Gottes Willen. Aber das ist komplett unter dem Radar verschwunden gewesen. Es ist erst ganz plötzlich aufgetaucht. Ich habe zufälligerweise über Twitter-News darüber erfahren. Total krass. Und habe dann gesehen, es gibt tatsächlich einen Extraction-Loot-Shooter mit Schwert und Schild. Das heißt, wir haben hier einen Nahkampf-Extraction-Loot-Shooter, der in den Early Access gegangen ist. Kann man momentan auf Steam kaufen für knapp unter 20 Euro. Und dieses Spiel ist momentan komplett spielbar. Man kann auf Inseln fahren mit seinem Schiff und dort die Inseln sozusagen wie beim Extraction-Loot-Shooter begehen, zombieartige Gegner bekämpfen, looten und den Loot auf seinem Schiff für Ausbauten benutzen, damit man die Werkbank ausbaut, die Küche, das Schlafgemach und so weiter und so fort. Also tatsächlich ein komplettes Extraction-System, ein komplettes Loot-System mit allem drum und dran und das Ganze auf Nahkampf basiert mit Schwert und Schild. Ich habe es natürlich sofort geholt, als ich davon gehört habe und ich muss sagen, ich bin hier noch etwas zurückhaltend, was Empfehlungen angeht. Es ist wirklich noch am Anfang der Entwicklung, deswegen auch Early Access. Lassen wir dem Spiel mal 1-2 Jahre, bis es vielleicht richtig, richtig gut werden kann. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und was ich sehe, ist vor allem diese neue Idee. Hier sehen wir nochmal das Schwert und die Leute, die da rumlaufen. Man kann wieder Team-Uppen, 1-2-3 Spieler, Solo, alles möglich. Sehr, sehr interessant. Also wenn die das hinkriegen, das auf eine Schiene zu bringen, wo richtig Atmosphäre und Spannung mit dabei ist. Wow. Also sehr, 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 sehr interessantes Projekt. Werden wir auf jeden Fall ganz scharf im Auge behalten. Ja, und last but not least, das große Projekt von Dr. Disrespect. Hier reden wir von Dead Drop. Wir sind Founder, das heißt, wir kriegen Zugriff oder haben bereits Zugriff auf das Spiel. Wir wurden eingeladen für die erste Founder-Session. Da hat Dr. Disrespect eingeladen nach Los Angeles. Haben wir nicht gemacht, war ein bisschen weit, aber wir haben dann online an dem Meeting teilgenommen. Und da wurde das Spiel erstmalig vorgestellt, der Name wurde vorgestellt. Dead Drop, ein Riesenprojekt sozusagen von dem Studio. Wir haben einiges vor und es ist ein Extraction Loot-Shooter, wir nennen es VES, also ein Vertical Extract Loot-Shooter, das heißt, wir sind hier in diesem hohen Haus, in diesem hohen Gebäude und werden da irgendwie von unten nach oben oder von oben nach unten extrahieren. Wir wissen es noch nicht genau, die Entwickler wissen es selber noch nicht genau, sie sagen, alles was ab jetzt gemacht wird, ist sozusagen in Vereinbarung mit den Foundern, also mit den 10.000 Leuten, die sozusagen eine Vorbestellung haben, wenn man das so übersetzen möchte. Ich gehöre dazu, das heißt, ich habe jetzt bereits Zugriff auf das, was wir hier gerade sehen,
Also die Lobby sozusagen ist spielbar und ich muss sagen, das, was ich bis jetzt gesehen habe, das Grundsetting, die Idee, wo das Ganze spielen soll und wie das Ganze stattfindet, super interessant. Ist genau mein Ding, also trifft mich. Auch Marauders übrigens, also diese beiden Modi vom Setting her interessieren mich sozusagen am meisten, Marauders und Deadrop. Wobei Modern Warfare auch sehr, 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 sehr geil werden kann vom Setting her. Aber das ist absolutes riesen Fragezeichen. Na, ich schweife wieder ab. Das Thema begeistert mich aber auch sehr, wie ihr vielleicht merkt. Deadrop hat jetzt sozusagen die Lobby freigegeben und alle 6 Wochen möchten sie eine weitere Version rausbringen mit Erweiterungen, mit mehr Inhalten. Wir haben jetzt ungefähr 3 Wochen hinter uns, seitdem wir diese Lobby, die spielbare Lobby bekommen haben. Das heißt, in ungefähr 3 weiteren Wochen, das heißt bei den irgendwann bei den nächsten News, werden wir eine weitere, die nächste Version haben und da werden wir schon mehr über das Spiel wissen. Ich schätze mal, Entwicklungszeit, lass uns mal 1 bis 2 Jahre hier ins Land verstreichen. Aber diese Entwicklungszeit wird halt 1 und 1 mit uns, mit den Foundern Hand in Hand gehen. Deswegen mache ich zu diesem Thema Deadrop immer ein eigenes Video, weil das doch ein etwas größeres Projekt ist, noch was Spannenderes und was Einzigartiges, was komplett neu ist. Hatten wir so noch nie und dadurch, dass ich die einmalige Gelegenheit habe, damit dabei zu sein, werde ich natürlich sozusagen aus erster Frontlinie darüber berichten. Leute, wenn ihr Fragen habt, haut es gerne jederzeit raus. Es bleibt spannend. Wir halten erstmal den 15. im Auge, was da passieren wird. Und natürlich nächste Woche mit dem Start für die Marauders Beta. Viel Spaß bei den ganzen Games. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego, hasta la vista. Macht's gut, bleibt gesund und sauber. Bye, 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 bye.